Was geht ab, meine Seefighter Hose hier und willkommen zurück. Und der schöne Boy schaut uns schon so grimmig an. Er will kämpfen, also let's go. Gehen wir mal sofort rein. Und ja, ich begrüße euch. Schön, dass ihr reinguckt, Freunde. Wie geht's euch? Ich hoffe, alles in Ordnung. Ich hab zwar, falls ihr gesehen habt, ich habe bei den neuen Karten gesummoned. Okay, lol. Naja, ich hab zwar für die neuen Karten gesammelt, für die Broly-Charaktere. Ich hab sie doch noch nicht, oder ich werde sie wahrscheinlich noch nicht in den nächsten Parts nutzen. Weil ich gerade legit nicht weiß, was ich zeigen darf und was nicht, wegen Claims, ihr wisst Bescheid. Aber 6 Claims. Ihr habt es euch auch gemerkt, zum Beispiel die Beschwörung von Vegeta konnte ich jetzt doch zeigen und Drachenforce von Goku auch, indem ich das ein bisschen zerstückele, zerschneide, ja. VM1, zack, zerschneide. Und dann klappt das bei den meisten Sachen. Aber, genau, vorerst muss ich das einfach mal, glaube ich, privat erstmal testen mit Gogeta und Ding. Könnte also dauern, bis ich sie mal vielleicht im Team nutze, aber in den Streams auf jeden Fall, Freunde. Also wenn ihr in den Streams reingucken wollt, wegen Heroes oder auch an sich, der Link dazu ist in der Beschreibung. Und genau, weil aktuell geht gerade sehr viel Content technisch. Es freut mich wirklich. Nimmt auch Zeit in Anspruch, deswegen muss ich hier mal, also muss ich gucken, dass das, dass ich gerade alles gut time, ja. Management, Zeitmanagement ist gerade für mich sehr wichtig, damit ich weiß, okay, das und das kann ich dann machen, während das hochlädt, tralala, muss ich dann dahin, das machen, Real Life, Training, Uni, tralala, upsa, sorry, und so und so fort. Ist das meine, oh mein Gott, um mal vielleicht zu trainieren, AE-Kämpfe trainieren. Okay, am Mic ist alles in Ordnung, ja, yeah, dankeschön, ciao. Ja, aber ansonsten, was geht bei euch so ab? Ich hab alles in Ordnung soweit. Wir gehen dann langsam gen Ende April zu, Leute. Wetter ist ein bisschen schlecht. Also was heißt schlechter? Es ist auf jeden Fall noch gutes Wetter bei uns, aber wie schnell? Aber es ist ein bisschen, ja, bewölkt, sag ich mal. Aber trotzdem auf jeden Fall angenehmes Wetter. Ich hoffe, es bleibt so. Naja, okay, jetzt kommen wir mal zum Spiel. Jemand wollte wieder Golden Cooler sehen, deswegen habe ich Golden Cooler wieder mit reingepackt. Vegeta rausgehauen. Und ich würde jetzt eigentlich gerne wirklich schnell die Parts gegen die Cybox weghauen, weil ich finde. Ah, was nehmen wir? Was nehmen wir hier? Wie viele Kraftpunkte? Ich weiß ja. Ich finde, ein paar Sessions, die gehen schon lang. Jetzt, wie lange wir gegen diese Cybox kämpfen mussten. Es wäre geil gewesen, wenn diese Kämpfe auf den Pfad, wenn die weggelassen wären. Oder wenn man die einfach weglässt, weil das sind jetzt einfach nochmal extra Kämpfe. GG, für was? Lass mich einfach weiterkämpfen, mit der Story weitermachen. Das ist jetzt wieder so ein Kampf, den man einfach mitnimmt, da ein bisschen Zeit drauf. Zeit verloren geht. Obwohl ich eigentlich die Story sehen will, um ehrlich zu sein. Aber gut, naja, nicht schlimm. Ja, jetzt nehmen wir mal alle an. Genau, und schieben alle raus. Die Legende. Wir haben auch sehr schön Heldenenergie. Wir haben ganz unsere ganzen Super-Attacks. Ich wurde in letzter Zeit oft gefragt, ey, du hast doch gemeint, du kannst die Drachenforce von Goku nicht zeigen. Du hast sie aber hier und dort gezeigt. Verwechselt CAA oder TAs, also Active Skills, nicht mit Super-Attacks. Super-Attacks kann ich zeigen, das ist gar kein Problem. Zum Beispiel, der Zeku hat hier seine Super-Attack, aber die Drachenfaust kann ich nicht zeigen. Es sei denn, wie gesagt, ich zerschneide das, bis jetzt klappt das ganz gut. Aber wundert euch nicht, falls mal nicht drin ist oder so. Versteht das meine? Dann ist es halt wegen dem. Und ja, aber ganz ehrlich, solange das Ganze online kommt, solange ich das Ganze zeigen kann, ist mir auf jeden Fall wert, auch ein bisschen extra Zeit rein zu investieren. Das ist gar kein Thema. Oh mein Gott, das ist so schnell! Verdammt, die Sache ist halt, der hat auch unsere Schadenserhöhung aufgehoben. Oder? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Ah, das ging eigentlich noch. Oh mein Gott, was? Das ging eigentlich noch. Schade, jetzt muss ich eben auf die CAs. Drachenforce und seine vorzeigen. Das ist halt das dann. Ja, oh mein Gott. Ja, aber die Active Skills werden das dann klären, hoffentlich. Naja. Bitte? Ja, jetzt holt meine Drachenfaust her, die brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Genau das. So, Kakarot. Ah! Ein bisschen drehen. Eskalation. Hörst du, Drache? Ja, jetzt weg mit dir. Ah, danke, danke. Jetzt raus mit dir, Junge. So, sehr schön. Da sind wir schon so ein Drachenfaust. Okay, die haben Schadenserhöhung nicht aufgehoben. Die Schadenserhöhung, weil wir haben gut Schaden gemacht. Aber so eine Drachenfaust, die klärt dann einiges auf jeden Fall. Korrekt, sehr schön. Jetzt muss ich bestimmt noch drüben mit dem Verbündeten einen auf dem Pfad bekämpfen. Ich hoffe nicht, aber schauen wir mal. Gut, alles klar, jetzt. Genau, jetzt nicht wissen. Ah, sicherlich kommt da noch jemand auf der linken Seite. Ja, so, ist doch so nervig, ganz ehrlich. C3 ist aufgetaucht. Der
Der kann es auch ganz, der kann es auch sofort verziehen, Mann, ganz ehrlich. Kein Sinn. Es sind halt so random Kämpfe, finde ich. Wir haben jetzt 4-mal gegen die Cyborgs gekämpft, jetzt hauen die noch 2 weitere random raus. Nur weil jetzt so Dr. Gero am Start ist und vorhin zu 19. Keiner weiß, egal, musst du durch auf jeden Fall. Ja, GG. Ja, boah, Mann, ey. Was mach ich jetzt? Schieb ich alle raus? Alle außer. Nee, warte mal, ich mach das ein bisschen. Oh, Mann, ja, die Berserker hau ich erstmal raus. Ich muss ein bisschen mit Ausdauer geizen, um jetzt zu sagen. Ja, mach was mal so. Okay, mach das so einfach. By the way, ist mir gerade einfach eingefallen, weil ich Boo gesehen habe, The Legend. Aber das ist Boo, sondern, ja. Ghost von Mario. Mario Kart Tour, habt ihr schon mal von Mario Kart Tour gehört? Das wird Mario Kart für ein Smartphone sein. Und ich glaube, ich habe es letztens auf Twitter gesehen. Man kann sich für Android für die Beta registrieren. Vielleicht googelt ihr mal danach, wenn ihr da Interesse dran habt. Oh mein Gott, dann wäre es vielleicht was für euch. Mario Kart Tour, darauf bin ich auch gespannt. Wirklich. Super Mario Run habe ich mir auch damals gehört, als es rauskam. Macht Bock sie auch, möchte ich Super Mario Run, so ist nicht. Aber Mario Kart Tour auf. Oh, Mario Kart Tour, darauf bin ich gespannt. Eskalation. Einfach auf dem Handy. Mario Kart GG. Keiner weiß. Das wird so eine Eskalation sicherlich. So, jetzt. Hier noch einfach mal das rein. The Dabs. So, Dele. Hoppsa, hallo. Fusion. Ja, ist ja im Prinzip keine klassische Fusion, sondern eine Absorption eigentlich, mehr oder weniger. Wie hässlich der aussieht, keiner weiß. Also jetzt, also hier gerade. Wie von, ja, von der Position her. Aber gut, hässlich oder nicht, raus mit dir. Ich muss kämpfen. Alle auf ein, mega. Alle eskalieren. Boah, die greifen zuerst an. Boah, nee. Wenn einen betäubt oder so, dann ist GG. Aua. Einfach kleinen Finger abbeißen. Genau das. Der juckt gerade, keiner weiß. Ja, die Finger zittern halt, Freunde. Überall kann man sammeln. Oh mein Gott. Ich muss aufpassen. Ah, oh, das war's. Ein Angriff, okay. Nice. Ah, oh mein Gott. Ob wir Schaden machen werden, weiß nicht. Komm schon, haut Schaden raus. Margin Schlag. Zack. Und Team noch? Yes, ey. Ich bin dran vergessen. Ja, aber. Achso, was? Der hat separat angegriffen, okay. Oh man, das wird's ziehen. Das hat die Sache mit den verbündeten Decks, die Kämpfe ziehen sich. Ist natürlich auch logisch wegen Karten, aber ja. Naja. Sturmmodus, let's go. Berserker-Charaktere sind so gestört, wie Schaden die machen einfach. Das ist so geil. Zack, raus mit dir. Her damit. Ah, vielleicht hätte ich. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte sagen, vielleicht hätte ich Schaden machen sollen mit meinem Kampfmodul. Aber die Sache ist, ich habe ja auch die Abwehr gesenkt vom Gegner. Vielleicht wäre Meldung dasselbe rausgekommen. Aber in Runde 3 gehen wir auf jeden Fall. Es sei denn, Wu-Tangs eskaliert hier. Siegeskanone und.
Idee. Naja, dann hat keine Eskalation. Ultimative Einheit. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Der ist eh schon so gut wie down. Down, 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 down. Trouble, interesting. Alle rein. Ah, die greifen da zuerst an, das ist die Sache. Boah, meine ganzen Charaktere haben keine Ausdauer. Ich muss auf jeden Fall. Ja, die greifen glaube ich nur eine Mal an. Ja, okay, dann passt. Total random auch. Spielt jemand von euch noch Jump Force? Weil ich jetzt hab, den Avatar gesehen habe. Boo wird ja auch kommen jetzt, Majin Boo. Wer war der nächste, die jetzt gerade? Was? Majin Boo, der kommt? Im Mai glaube ich auch, ne? Jump Force. Ganz ehrlich, Jump Force hat. Jump Force bockt sich schon, wenn man gegen Freunde spielt oder gegen andere. Aber irgendwie. Ich weiß nicht. Aber es ist wahrscheinlich bei jedem eine Geschmackssache. Irgendwie reizt das Spiel nicht so, bin ich ehrlich. Aber ja. Jetzt aber lass uns bitte durch. Ich hab. Bitte. Ja, danke. Ganz ehrlich, was sollte das doch? Total unnötig. Ich will wissen, wie die Story jetzt weitergeht. Ey, wohin gehst du? Hoch mit dir. Ja, danke. Sag endlich. Warte mal. Okay, jetzt bin ich gespannt, wo es weitergeht. Oh, da, oh, ja, okay, es geht wahrscheinlich runter. Ja, aber endlich mal, guck mal. Oh, der Spoiler! Direkt reingehen, let's go. Jetzt endlich. Hm, ja, ja, sieht so aus, als ist nur du übrig. Du willst, dass wir dich gehen lassen. Was? Ich glaube, ihr habt gewonnen. Conor Walker. Oh mein Gott. Ihr Idioten. Kommt jetzt einmal ran. Zack. Das ist einfach so mehr oder weniger Cell-like. Ja, der Fusions. Oh, Eskalation. Zack. Wie komisch C13 war, findet ihr nicht? Im Film. Aber einfach blau wurde der. Warum wurde der blau? Ich kann mich gar nicht erinnern, wie die gegen den gewonnen haben. Ich kann mich nur daran erinnern, dass als er zu der Form wurde, die keine Chance gegen ihn hatten. Aber ich habe total vergessen, wie sie gewonnen haben. Ja gut. Ja gut, C13. Ob so oder so, komm du mal ran. Wie breit der ist, keiner weiß. 50.000? 50.000 hatte der. Hm. 50.000 Leben. Boah, okay, 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 okay. Heißt, it is the round 2. Round 2 CAA Escalation. Ich hoffe, der tut. Boah, wenn er meine Schadenserhöhung aufhebt, dann kann das dauern. Bin gespannt. C13 ist echt ein komischer Charakter für mich. Ich weiß nicht, ich fand den. Ich weiß nicht, C13? Auch in seiner normalen Form, jetzt nicht in der Form. Fandet ihr, der sah cool aus oder so? Oder furchteinflößend? Das war irgendwie ein Punker für mich. Oder irgendwie so ein. So, hä, hey, ganz ehrlich, der sah für mich wie so ein. Keine Ahnung, Alter. Hä? Keiner weiß. Wie so jemand, der. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich will halt legit mir. Keine Ahnung, ich kann mit dem nichts anfangen. Mit C13. Was wollten die kreieren? Wollten die jemanden kreieren, der aus. Der ein Biker ist oder so? Soll der ein Biker darstellen oder was soll er darstellen? Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Der sieht übel vergammelt aus, finde ich. Mit seinen Klamotten und so. Keiner weiß. Naja, was soll's. Ja. Also Cell ist im Vergleich viel geiler auf jeden Fall. Jetzt nicht dieser Eskalations-Cell, aber ja. Ah, der hat minus 50% Damage Reduction. Ah, ob's denn was bringt, schauen wir mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Wir haben den gar keinen Schaden gemacht. Ja, okay, okay, was das heißt. Ja, wir haben auch nicht. Ich habe mal noch Cell rausgestellt. Passt schon. Wer hat. Oh, ich weiß nicht, wie Kraftstufe der hat. Aber. Ich würde eigentlich eher gerne seine Abwehr senken. Ja, aber macht 4000 Abwehr was aus? Ja, hau mal. Ah! Hau mal einfach mal was raus. Ey. Weil der hat eh die Damage Reduction. Vielleicht macht sie was aus.
Kraftstufe habe ich nicht drauf geachtet, wie viel er hatte. Aber kann schon sein, dass er zuerst angreift. Denn, ne? Ja, schauen wir einfach mal. Nope, kein Mega. Nee, nee. Oh, hier gibt's keinen Bonus. Und du mal der Erinnerung. Gene. Danke fürs Essen. Ah, okay, okay, schade, was mache ich? Cooler senkt doch eh auf 1, die Abwehr des Gegners. Mit dem, in seinem Modus. Okay, wir haben mehr, sehr schön. Okay. Den Dragon Ball hol ich mir zurück, mein Boy. Da kriegst du einen Boost davon. Ja, ja, träum weiter. Also, weißt du, ob ich die Eikämpfe gewinne, weil es so schnell einfach. Aber meine CAs werden ihn dann umhauen. Unglaublich. Unglaublich, echt, wie schnell das ist. Vrii! Nein, das ging doch voll klar. Das ging doch voll klar, das war nicht so schnell. Verdammt. Mein Fehler. Ah, sinnlos. Brauch wieder die Drachenfaust. Aber ob das so viel schafft. Oh, vielleicht geht's auch auf 103. Knapp, shit. Knapp, knapp, knapp. Einfach nichts getroffen, genau dies. Natürlich kommt bei dem Mirakel durch. Keiner braucht es bei ihm. Bei einem Berserker-Charakter wäre es geil. Bikaban Kamehameha. Oh, okay, der hat gut Schaden gemacht. Aber jetzt die CAAs! Drachenfaust, ja, komm ran. Oh, man. Drache, erwache. So, Drache, verzieh dich jetzt. Reicht. Ja, jetzt natürlich. Oh mein Gott, ihm alles zurück. Diese Drachenfaust ist die reinste Eskalation. Jetzt, so ist es richtig, Leute. Endlich weiß ich, wie es sich anfühlt, in deinem Team zu kämpfen. Lol, der Arme. Wie lange warst du denn allein unterwegs, mein Boy? Was macht der? Der Arme. Gut, aber wie geht's jetzt hier weiter? Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, eigentlich könnte ich mit der Story Deck weitermachen, aber ich hätte auf jeden Fall Bock hier weiter zu. Das ist wahrscheinlich wie beim letzten Mal, dass wir mit den letztes Mal könnten wir gegen die GT-Charaktere kämpfen. Ich wollte gerade sagen, und was ist hier? Sind auch GT-Charaktere. Ich würde sagen, hier machen wir dann weiter im nächsten Part, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be around.